Ich kann Hoffnung nicht mehr steuern. It's absolutely preposterous that any of us are alive. Ja. Have you not? Pinch yourself and check we're not dreaming the last of our lives as we die screaming. Oh, ich bin. Kneife dich. Kneif dich mal. Ich kneif mich. You are wide awake and Raphael truly is defeated. Wir sind am Leben, Hoffnung. Wir haben es geschafft. Then we're not just fine, we're spectacular. What a wonderful, jubilant, glorious day. But my poor sister, Carilla. Yeah. She's not right that she died. And that makes me want to weep an ocean. Sie hat ihre Wahl getroffen? Ja, wir haben ja. She was an entire person before she ever made that choice. When we were children, she always kept the last piece of pastry for me and bloodied the nose of the bullies who pulled my hair. She was my sister. But as a wise woman once said, there's no point in crying over spilt blood. We must go on. And despite all the years I've lost, I have enough love in my heart to guide you home. For the first time since you heard her voice, hope seems calm, and the peace flows from her into you, soothing your very soul. Mehr Support. Ihr solltet mit mir kommen, aber nur wenn ihr möchtet. And go where? I don't think I quite know how to be anywhere else but here anymore. With a lick of paint and a or a cleaning. This could be a lovely little house. And I can hardly in der Hölle? After all, who would ever want to think of hell without hope? I hope I'll see Carilla again one day. And that she'll say sorry. And I'll tell her she's forgiven. I hope I find all the pieces of my mind that fell out of my head over all those years. Okay. And that I'll be able to put myself back together again. Und ich hoffe, dass wir Raphael noch loben dürfen. The echoes of pain will fade. And memories of sorrow will die. And that you'll visit me here someday. Klar. And I hope you have a happy ending of your own. Das hoffe ich auch alles. Ich habe was bekommen von ihr. Handschuhe des Seelenfangs. Einmal pro Zug gewinnst du bei einem waffenlosen Treffer 10 Trefferpunkte zurück. Das ist für Mönche. Alternativ kannst du auf Heilung verzichten, um bis zum Ende des nächsten Zugs bei Angriffswürfen und Rettungswürfen im Vorteil zu sein. Konstitution plus 2. Und meine waffenlosen Angriffe bewirken zusätzlich 1 bis 10 Energieschaden. Okay. Ja, das ist definitiv Mönchspaß. Wirklich was für Mönche, genau. Also wir können Raphael looten, er hat eine Höllenlichtrüstung. Mehr nicht? Legendär Schwerrüstung. Nimm mit? Klar, nehme ich mit. Ich lade gerade Karlach ein bisschen voll. Noch ein paar Bücher. Raphaels Tagebuch. Oh, lies vor. Nee. Nee. Why not? Interessiert mich nicht, was der kleine Tagebuch schreibt. Hey. Du darfst es gerne lesen, Ding. Max. Du hast eh besser vor diese Stimme als ich. So, so. Ist es in deinem Inventar? Ja. Ich habe auf Stufe aufgestiegen geklickt auf mein Inventar. Ein Kapitel aus einem Tagebuch, das in Raphaels ausschweifender Handschrift verfasst ist. Ich habe zwar über viele köstliche Jahre hinweg das Netz meiner vertraglich zugesicherten Vorlieben sehr weit ausgeworfen, doch noch nie war ich derart zu Sterblichen hingezogen, wie zu jenen, die mit einer Larve infiziert sind. Diese ganz besonderen Fische balanschten ihrem Untergang entgegen auf einem von jedem Köder unbefleckten Stahlhaken zu. Wie sie sich gegen die Strömung wehren, wie unerbittlich ihrer Kraft, ihr Ziehen, ihr dunkler Sog. Am Ende der Angelrute die Illithiden. Ihre Tentakel müssen beben, wie abgekühlter Wackelpudding, ob der Aussicht auf noch mehr Fang. Mehr und mehr jeden Tag entlang des unruhigen Flussufers. Dieser Prozess hat einen Namen, den ich nun laut koste, um mir seinen Geschmack auf der Zunge zergehen zu lassen. Zeremorphose. Ich werde diese Entwicklung gerissen zu Nossen wissen. Denn wo der Haken blitzt,
wo der Tod so nah ist. Welcher Gedanke könnte da im Verstand des zappelnden Fischs größer sein als der, gerettet zu werden? Wo ist denn mein Stab? Oh, mein Inventar. War das zufriedenstellend? Wunderschön gelesen. Danke. Ich rede mal mit Yugia, ne? Warte, gib mir noch die Möglichkeit, meine. Oh mein Gott, bitte nicht. Okay. Dann nicht. Warte, ich bin gerade im Level-Up-Screen. Muss noch ein Talent wählen. Warte ich noch. Was kann denn die Rüstung, die hier unser Freund hatte? Lass mich die mal angucken. Legendär. Wäre Rüstung. Wenn dir Rettungswürfe gelingen, brennt der Zauberwirke 3 Züge lang. Wow. So, was ist denn das für eine Rüstung eigentlich? Schwer. Du bist gegen Feuerschaden resistent und kannst nicht brennen. Du erleidest 3 weniger Schaden durch alle Quellen. Die ist schon echt mächtig. Das ist eventuell was für Schattenherz, wenn wir ihr schwere Rüstung beibringen. Ja. Karimix, der mit Seelen gefüllte Schmiedemeister im höllischen Avernus, ist mit schreienden Verdammten vollgestopft und hämmert dabei unbeirrt auf seinen neuen Kreationen ein. Moral und Schicksal interessieren ihn nicht. Gewissen ist etwas für seine Vorgesetzten. Er arbeitete fröhlich vor sich hin, seine aufgeblähte Haut ächzte, dabei beruhigend. Nett! Sehr nett. Und in Teufelchenhaut gebundenes Zauberbuch öffnet den Weg zur Haus der Hoffnung. Ah. Darf ich das lesen? Ja, mach doch. Gut, damit kommen wir dann wieder hier hin. Infernalisches Transportritual, Ebene Avernus. Ach, das ist das, was... okay, das ist das, was du schon mal hattest, wo wir die... was sie uns gegeben hat, Objekte wie wir herkommen. Platzieren mussten. Es ging überraschend gut, ganz ehrlich. Echt, ey. Also dafür, dass es nur im Endeffekt 2 Versuche gekostet hat. Darf ich jetzt mit ihm reden oder soll ich noch warten? Ja, warte, speichere es ab. Dann red mit ihm. Karloch wollte auch noch leveln. Ihr könnt auch erst leveln, müsst ihr mir nur sagen. Mach ruhig. Was jetzt? Von raus, mach ruhig. Seems like a good moment to talk. Ich mach mein Level gleich. You fought well. We could use such strength in the Blood War. Now I'm free of Raphael's blasted contract. I can return to the front lines. Ja, viel Glück, ne? And you are a worthy ally. Whoever your enemies are, they have good reason to fear you. And I'll gladly lend you my skills against them when the time comes. Oh, was? Until then, nice. Good luck to you, little rabbit. Ja. You're a finer hunter than any wolf. Das ist Kampf von der Armee. Ja, ich glaube, wir haben gerade rekrutiert fürs Ende. Ich glaube auch. Okay. Also, jetzt können wir unser Level machen. Oder wie, warte mal, wie ist das, Walker? Du bist ja schon Level 12. Ich habe gerade schon gemacht, ja. Wenn du das Tagebuch gelesen hast. Ach so. Ich muss mal gucken, was ich kann, auch noch für ein Talent geben kann. Eieieiei. Ja, gut, dass du so gut gewürfelt hast, Chucky, und dich überzeugt hast. Ja. Ja. Ein würdiger Verbündeter. Für Meisterschaft schwerer Waffen. Könnte lähmen. Soll ich lähmen machen? Ich könnte noch einen Bonusangriff, wenn ich mit schweren Waffen. Oh. Und 10 okay, und zusätzlich Schaden mit schweren Waffen, ja, okay. Ja, auch klingt gut. No-brainer. Scheiße. Ja, aber das Heldenmal war echt gut von dir. Ja. Ja. Danke. Das hat geholfen. Krass. Pfeil ist tot. Ich hab gedacht, er begleitet uns bis zum Ende. Und jetzt können wir als nächstes Orpheus da rausholen. Ich hab den Hammer. Können wir, wenn wir wollen, ja. Wir haben zumindest die Option, das zu machen. Ich hab den Hammer. Ich kann ein Talent lernen. Ach, ja. Irgendwas wollte ich lernen mit meinem Hexenmeister.
Irgendwas gab's doch. Was hattet ihr, dass ihr zwei Aktionen machen konntet? Das ist ein Klassending, glaube ich. Einfach mit der Zeit. So wie bei dir ein Strahl mehr dazu kommt. Musst du nicht extra lernen. Ich könnte jetzt natürlich. Ich weiß nicht, ob das. Der Magier klang ganz gut für Magier. Dass du schon hast. Kampfverbote Magier? Damit du bei Konzentrationswürfen im Vorteil bist. Ja. Das habe ich auch gerade gelernt, falls ich wieder verwirre oder so, dass ich nicht so oft rausgekickt werde. Ich überlege eigentlich eher gerade mit mittelschwere Rüstung und Schilde. Ist für dich auch nicht doof. Weil du noch nicht tankig genug bist. 143 Lebenspunkte reichen nicht. Gut. Ich meine, Schild hast du schon, aber mittlere Rüstung ist nicht verkehrt. Ich weiß ja nicht, haben wir gute mittlere Rüstungen? Wir haben so viel in den Truhen. Finden wir bestimmt was. Irgendwann haben wir bestimmt noch. Oder wir kaufen was bei Damon, der hatte doch auch. Hat der dir nicht gerade erst. Irgendwas geschmiedet hier aus dem Zeug, was du gefunden hattest? Ich glaube, das war schwere Rüstung. Das kann ich leider nicht, weil ich dafür Übungen mit mittlerer Rüstung brauche. Vielleicht hätte ich erst mittlere Rüstung lernen müssen und dann schwere Rüstung. Dann könnte ich halt richtig tanky sein. Kannst du auch noch umlernen im Lager. Kann ich machen, das stimmt. Das müsst ihr mal in Ruhe angucken. Ich mache mir jetzt mal mittlere Rüstungen. Ja. Was sagst du, ist das eine XXL-Folge gewesen, der Kampf gegen Raphael? Zwei das Stunden? Das ist eine XXL-Folge, ja. Zwei Stunden. Mal gucken, wie wir das schneiden. Das müssen wir mal gucken. Vielleicht ich würde auf jeden die beiden Kämpfe einzeln. Mal gucken, das müssen wir mal gucken. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt offscreen erstmal noch die Inventare, weil wenn ich jetzt nochmal umskille, das kostet ja auch wieder Zeit, würde ich jetzt mal gucken, was wir noch so haben. Aber wir gehen erstmal raus, oder? Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier rausgehen, ob dann was triggert. Deswegen, wir gehen erstmal raus. Wirklich zurückkehren. Ja, bitte. So you wormed your way into the devil's lair. Risked mind, limb and freedom. Ja. All to steal the Orphic Hammer. Und ja. Hoffnung zu befreien. Nein. I have already told you that the Githyanki Prince only wants to see you dead. But it seems you still do not trust me. Nicht mal ein bisschen. You are falling into the same trap as the Chosen. Their distrust of one another is their undoing. We must not make the same mistake. We must work together. Ich vertraue dir. Ich schwanke zwischen 1 und 4. Also Orpheus verdient die Freiheit, ist halt, er wird uns töten. Weiß ich nicht. Naja, Voss sagt ja das Gegenteil. Wer? Der Githyanki-Krieger. Ja, aber erlebt haben wir, dass seine Verteidiger uns als Feinde sehen. Obwohl wir nur dorthin gegangen sind. Wir haben uns noch nicht auf eine Seite gestellt gehabt. Aber die Verteidiger waren ja auf Kommando der Königin da, oder? Also die wurden. Nee, ja, ich glaube, das waren von Orpheus selbst. Ja, das war Orpheus Leibgarde. Die Königin hat ihn und ja gesucht. Haben... Weil die verhindern wollen, dass er da rauskommt. Weil dann würde sie ihren Thron verlieren, weil er der rechtmäßige Erbe ist. Und die Leibgarde hat uns auch als Feinde gesehen. Weil wir in Begleitung eines Gedankenschinders kamen. Nee, wir kamen danach. Der Gedankenschinder hat schon gegen ihn gekämpft. Ich habe nie um euch gebeten. I could say the same of you. After all we shared,
Nonetheless, our fates are bound. And in the absence of a happier union, I will accept a useful one. You may think yourself ingenious for having slain a devil. Schon. But you have merely ironed out a wrinkle. The Elder Brain will not be such an easy foe. It is time we resume our journey to find it. Es ist erstmal time, dass wir mit Kallach reden. Lael finden. Erstmal mit Kallach reden. Das auch. Careful, soldier. I'm burning really hot. Had a nice break in the hells. Now that we're back, my engine's in overdrive again. Let's move. A trot will take my mind off being barbecued alive. Oh, die Arme. Okay, aber auch wenn Lael in Gefahr ist, wir brauchen eine lange Rast, glaube ich. Hilft aber alles nicht. Verstehe ich gar nicht, wir haben noch eine kurze. Achso, liefern wir unten noch die Sachen ab oder behalten wir die für uns? Wieso unten abliefern? Wir sollten ihr doch die Handschuhe die besorgen. Jetzt sie bestellt. Ach so. Sind die Handschuhe denn was Besonderes? Warte, die Handschuhe sind. Wer hat die denn? Welche sind das? Habe ich die? Das sind die Schwertmeisterhandschuhe. Nee. Ach nee, die haben mal Karlach gegeben, ne? Hügelriesenstärke sind das. An Zahnschule, Hügelriesenstärke. Stärkewert des Trägers wird auf 23 erhöht. Aber sie hat doch eh schon irgendwie 21 ja. Oder sowas. Also ich glaube, das ist nicht so der Verlust. Ja, sie hat 27 schon alleine. Ja, wir hätten ihr das gegeben, damit. Wir hätten ihr das gegeben, damit sie für den Kampf besser gewappnet ist. Aber sie war ja, irgendwie bei 21 geben. Oder so. Können wir ihr ruhig geben, glaube ich. Ja, dann erfüllen wir da unseren Vertrag. Und wir wollen uns ja keine Feinde machen. Oder wer hat mit ihr gesprochen? Wer redet? Wer hat ein Gespräch? Achso, Flintira ist schon dabei. Trips to the hills are usually one way. Especially when the traveler causes the kind of trouble you did. I knew you were a thief. Didn't realize you were a killer. Raphael's death is already causing quite a stir across the hells. In all the excitement, I hope you didn't forget our bargain. Do you have the gauntlets? Yes. Nein. Hand them over, and our deal is done. Thank you very much. Your coin is always welcome here. And so are you, Devil Slayer. Guck an. Ooh, Devil Slayer. Nice. Müssen wir Kallach nur andere Handschuhe wieder geben. Ich habe noch Schwertmeister-Handschuhe, aber die braucht sie nicht, ne? Nee, glaube nicht. Bonus von Plus 1 auf Nahkampfangriffswürfe. Oh, ich habe noch Elitiden-Euphorie-Zauberhandschuhe. Was? Und deswegen wollte ich mittlere Rüstung lernen. Ich habe diese Elitiden-Rüstung. Ah. Wo ist sie denn? Hast du es gelernt? Ja, habe ich natürlich. Welche Handschuhe hat sie denn vorher angehabt? Wenn ich mein Inventar. Ich glaube, sie hatte die Schwertdinger, weil du hast ihr die aus meinem gegeben. Okay. Dann gebe ich ihr die mal rüber. Muss sie die anziehen. Ja. Warten wir nicht noch eine Elitiden-Rüstung? Vielleicht hast du sie in die Truhe geschickt. Ich glaube schon. Das kann sein. Wir müssen eh jetzt mal ins Lager, glaube ich. Warten bestimmt Gespräche und eine Rast auf uns. Ach ja, das ist eine schwere Rüstung. Ich guck mal, was ich noch in der Truhe hab. Ich würde dann gucken, dass ich noch schwere Rüstung umskille, glaube ich. Bin ich halt der Tank. Skill mal schnell um, ne? Wie möchtest. Hallo, ich hab Elitiden-Rüstung. Ja? Ich möchte meine Klasse ändern. Ich glaube, ich gebe ihr die Armschiene Verteidigung. Ich habe die. Na gut, Handschuhe des Seelenfangs helfen ihr nicht, weil sie nicht waffenlos angreift. Der Rest ist alles nicht so sinnvoll für sie.
Ich brauche jetzt ein bisschen. Ich bin wieder bei Level 1. Ja, mach ruhig. Alles gut. Müssen wir halt schneller wieder miteinander spielen. Wenn wir jetzt nicht so viele Folgen draus schneiden können. Okay. Ich habe noch die Sianki Plattenpanzerrüstung. Oh, ich habe noch jede Menge Zeug zum Verkaufen. What? Psionische Schutzrüstung hätte ich Mittel noch, wenn die einer will. Ach nein, das ist Laisels Rucksack, den sie hatte. Da sind noch jede Menge Verkaufssachen drin. Okay. Die nehme ich mal raus. Und geh kurz verkaufen. Hier, wir sind ja gerade im Laden. Mach das. Hm. Kann ich nicht rausnehmen, ist zu schwer für mich. Es ist so schwer, dass ich mein Maximalgewicht überlade. Okay, never mind. Schon gewundert, was das für ein Beutel ist. Okay. Die Höllenlichtrüstung und durch das Lager oder was? Ich weiß nicht. Schwerrüstung kann ja, glaube ich, außer Kata dann niemand von uns. Ich weiß ja nicht, was wir Schattenherz beigebracht haben. Ich glaube, Schattenherz kann Schwerrüstung. Ich glaube auch, weil sie hat mit mittlerer gestartet und ich glaube, er hatte ihr schwer beigebracht. If I am not mistaken. Bei mir hängt gerade das Spiel, warum auch immer. Jetzt geht's weiter. Es braucht einen Moment, um zu lernen, dass ich Level 5 bin. Ich glaube, weil ich gerade 100 Sachen verschoben habe in meiner Truhe. Ach, das kann natürlich gut sein. Eventuell ging das irgendwie zusammen. Weiß auch nicht. Oh Gott. Wieder Sachen verschoben. War wirklich keine Absicht. Bisschen hier aufräumen. Das ist für die Zuschauer immer sehr spannend. Ja. Okay. Das kann alles mal verkauft werden. Verkaufen. So. Das Quest-Item kommt da rein. So, der eine Reisesack gehört Laisel. Okay. Fein. Ich würde sagen, machen wir gleich noch unsere Rast und dann
Für heute ist vorbei, glaube ich, ne? Ob wir für heute noch weitermachen wollen oder nicht. Lohnt sich wahrscheinlich da nicht mehr groß was Neues anzufangen, ne? Ich glaube auch. Und dann sollten wir uns vornehmen, fürs nächste Mal Lazel zu suchen, falls sie dann noch lebt. Falls. Achso, will noch einer mit unserer Freundin sprechen? Hast du eine Freundin? Wie heißt die? Mentara? Nein. Von der wir erfahren haben, dass sie eventuell der Doppelgänger ist, der Spion. Wie heißt sie denn? Die du so gefeiert hast, als wir sie wiedergefunden haben. Jahira. Ach. Hm. Können wir die mal zur Rede stellen, wenn wir erfahren, dass sie vielleicht nicht echt ist. Ich guck mir so lange noch ein bisschen Chuckys Statue an. Wenn du einen Halter lernen, dann kann ich mit einem Musikinstrument spielen. Ja. Ja, das ist überhaupt kein verschwendeter Punkt oder so. Nein. Ich finde, das ist absolut kein verschwendeter Punkt. Das ist nützliches Talent im Spiel. Oh. Vor allem kurz vorm Endgame. Ja. Was hatte ich denn noch gelernt? You tell me. Ich weiß es nicht mehr. Ich war natürlich schlau. Ich habe einfach umgeskillt, ohne mir anzugucken, was ich gelernt habe. Sehr gut. Ich glaube, ich habe noch Attributsverbesserung Charisma genommen, damit ich mehr Schaden mache mit meinem Eldritch Blast. So, ich kann schwere Rüstung tragen. Eldritch Blast. Ich bin jetzt Elitide. Glückwunsch. Dankeschön. Ich trage die zerebrale Zitadellenrüstung und die zerebralen Zitadellenhandschuhe. Es reicht nicht, dass er mit ihm geschlafen hat, jetzt zieht er auch noch sein T-Shirt an. Ja. Natürlich, hallo. Und den Helm, ich möchte ihn noch anzeigen. So sehe ich, ich finde, sehe ich sehr gut aus. Du siehst aus wie ein Mystic Knight. Oh Gott, das war so eine gute Serie. Die Musik bekam von den, wie heißen sie? Ja, genau. Ja. Das war so eine gute Serie. Come to save our lives. Die war so gut. Das war mega. Schade, dass die nie vorgesetzt wurde. Ich habe da neulich mal ein 2-Stunden-Analyse-Video drüber geguckt. Ja. Der beleuchtet wirklich alles. Auch ganz viel Behind-the-Scenes-Stuff, warum das dann auseinandergebrochen ist und Stress am Set und mit dem Produzenten. Ja, warum ist das zerbrochen? Ich krieg's nicht mehr vernünftig auf die Reihe, aber ich kann mal gucken, ob ich den Link hier unter das Video posten kann, wenn ich das noch finde. Das war sehr interessant, um es mal nebenbei zu schauen. Das war auf jeden Fall im Prinzip der Versuch, die Power Rangers-Formel zu nehmen. Ja. Und was zu produzieren, wofür man aber nicht externes Footage einkaufen muss, aber trotzdem immer wieder. Zum Beispiel die Verwandlungssequenz, die machst du einmal und kannst sie immer wieder reusen. Ne? Du brauchst nur einmal dafür zahlen und kannst halt immer wieder günstig das Zeug einbauen. Und kannst, das ist ja auch der Grund bei den ganzen Power Rangers und Sailor Moon und so, bei den ganzen Kram. Die Verwandlungsszenen sind ja immer so extrem lang. Ja. Weil du bei einer Folge mit 22 Minuten Laufzeit hast du damit schon 6 Minuten gefüllt. Erst die Verwandlung, dann die Megasorts, dann die Sort-Kombination und so, ich frage jetzt mal Jahira, was hier los ist. Frag mal, red mal mit ihr. To slay a devil in his domain is to end him entire. Or it should be. Yes. I am still primed to hear some slimy final rhyme from beyond the grave. Mir ist klar, dass ich kaum etwas über euch weiß. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. Das hattet ihr schon mal im Gespräch mit ihr, ne?
glaube schon, if you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Na gut. Dann? Ja, die Toten 3 ist Anspielung auf Baldur's Gate 1 und 2. Okay, dann ist sie vielleicht doch safe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Sollen wir schlafen? Ich glaube, das ist eine relativ gute Idee. Oder musst du deiner Freundin erst noch Hallo sagen? Hallo. Hallo, Schatz. That's the last of Raphael. I'll be glad to no longer have to suffer his smug face. Oh. Ich muss gleich mit Astarion vielleicht noch reden. Ja. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht auch noch mal mit, ich habe vergessen, wie sie heißt, Minerva McGonagall reden müssten. Ja. Auch eine Idee. Nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt, ich habe mich verklickt. Ja, ich habe mich verklickt. Misoa, meine ich natürlich. Ich gehe zu Astarion. Willst du erst noch mit Shadowheart, oder? Ich habe schon gerade mit ihr geredet. Ja, hätte sein können, dass du noch was anderes klicken willst. Nein, wollte ich nicht. Defeating a devil in his own home feels very, very good, actually. Actually. cool. Good for you, buddy. Good for you. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. Das hat sie mir schon mal gesagt. I beg your forgiveness for such undue impertinence. From now on, I promise him the same measure of respect he's shown his father. Oh, I almost forgot. Will sold his father's life for his freedom. My mistake. He's so böse. Soll ich nochmal mit ihr reden, weil ich hatte jetzt ja schon dieses Gespräch mit ihr, ne? Come for a chat. Ja, mach mal. Sie hat auch noch nichts dazu zu sagen anscheinend. Nee. Wahrscheinlich nicht. Sonst hätte sie es dir jetzt gesagt. Dann können wir auch rasten. Sleepy, sleepy Option. Oh, jetzt habe ich Lager verlassen. Das wollte ich nicht. Bye. Naja, Lager verlassen, schlafen, alles eins. Basically the same thing. Warte. Raste, raste. Ja, von hier aus. Wer teleportiert sich dann halbnackt dazu uns? Oh, Shadowheart will mit mir reden. Ich weiß nicht, wo ich diese Unterwäsche her habe. Achso, ich habe einfach nichts an. Cool. Ja. That's the thing. I can still feel the shadow fell all over me. Still hear her words in my ear. I feel unclean. Weiß ich, warum ich das trage, was ich trage. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nicht happy darüber. vergesst es, ihre Tücke kann euch nicht mehr schaden. I hope that's true, but I'm not so sure. She has a far reach and a long memory. I have an idea. Something I've wanted to do for a while, something that might help me put her in the past. But I'll need your help. Emma, natürlich. Wait until the others are asleep, then come with me. There's a place we can go, down the coast a little. Regen macht sie alle klar. Ja, aber hallo, mit der vernünftige Klamotten irgendwie für die Nacht gibt's. Wieso habe ich keine Oberteile? Keine von uns hat Oberteile an. Warum? Weil wir die Dingskleidung anhatten. Die von Raphaels Dienern. Aber wo ist meine Oberbekleidung? Da ist meine Oberbekleidung. Ja, okay. Weißt du was? Wozu habe ich denn auf Twitch extra bei Raffi zugeguckt? Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Was denn? Kann ich auch meinen Twitch-Drop anziehen? Was ist denn der Twitch-Shop? Wahrscheinlich was Liedernes. Wappenrock des Schwätzers. Ja, das passt sehr gut. Ich finde, das passt sehr gut. Das passt sehr gut zu ihr. Ja. Stromhüpfer-Schlüpfschuhe.
Ja, dafür kann man auf Twitch zugucken bei Slatibuff und dann kriegt man Drops, wenn man da 2 Stunden zuguckt. Kriegt man diese schönen. Heißt der nicht Slatibart? Nein, Slatibuff. Wirklich? Oh. Ja. Ich kenne ihn nur als Slatibart, deswegen. Okay. Keiner will reden. This will do. Get in the water. Sind wir bei Constantine? Ich vertraue dir. Blind. Oder ist sie die Doppelgängerin? Oh, das wäre nice. Das findest du nice? Wenn sie dich dann schön ertränkt. Mhm. Wieso hat sie wieder schwarze Haare? Das ist eine gute Frage. Filmfehler. 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 Nach allem, was wir erlebt haben, habt ihr Angst, euch nass zu machen? Ich fände die Haare ja auch schwarz, wenn sie nass ist. Ja, ihr könnt euch immer festhalten, wenn ihr Angst habt. You know, you didn't need to wait until I was in the water to hold me. Ach, das weiß ich, nur eine Perücke vielleicht. Come here. Das kann sein. Thank you. I needed that. I needed to know I can face things without Shah. Das war schon alles? Ich bin auch gerade ein bisschen. Want to go back. Not just yet. Warum schmeckt das nach Tentakel? Now don't you dare stop. Ich finde es halt gut, dass wir einen Barden dabei haben. Also die Frauen- und Männerheldenklasse schlechthin. Und der Tentakel-Hexenmeister schleppt hier jeden ab. Ich hatte den Inkubus. Mir geht's gut. Das stimmt. Du hattest Sex mit dir selbst. Ja. Mit Raphael und mit dir selbst. Also. Das ist auch ein Abenteuermodell, oder? Stimmt, du hattest das Abenteuer mit der Drow in der Dunkelheit. Also, das stimmt. Ja. Eigentlich ist eigentlich Chucky. Nur Chucky ist hier ein bisschen. Ich bin ausgelastet. Weil Chucky hatte ja die Chance mit Helsin, aber das wollte er ja nicht. Das wollte er nicht, das stimmt. Wollte keinen Bären. Okay. Gehen wir wieder raus. Ja. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 4. 3. Chucky? 2. Okay. Ach, damit du mal ein anderes Tier ausprobieren kannst. Ich kann beides. Hast 2 Tiere? Nice. Ich habe ein Feuerelementar. Ja, gut. Jetzt, wo wir nicht mehr in die Hölle müssen, ist das gut. Ja. Dann würde ich sagen, ist das doch ein guter Abschluss. Wir müssen gucken, wie wir das alles geschnitten haben. Ihr wisst das schon. Ihr habt das nämlich geschaut. Genau. Und wir haben heute viel geschafft und wenig geschafft. Das ist ein Paradoxon. Wir haben eine Sache gemacht, aber die war groß. Die war vor allen Dingen auch schwer, jetzt mal ganz ehrlich. Das war ein krasser Kampf. Ja. Aber ihr habt euch alle perfekt geschlagen beim zweiten Run. Wir hatten sehr viel Würfelglück und wir hatten sehr viel gute Entscheidungen. Du meinst beim ersten Run? Wir schneiden das so, dass es instant funktioniert. Mhm. Natürlich. So, wo ist Laser? Heißt der Spielstand. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Jackie, du musst auch tschö, tschö sagen. Tschö, tschö.